Hallo, zum Abschluss unserer Kochshow möchte ich gerne eine Pizza noch backen. Normalerweise ist Flammkuchen auch ein großes Thema auf den Kochshows, hat aber die Familie nicht so Hunger drauf und deswegen gibt es Pizza, ist aber von der Handhabung auch eigentlich das Gleiche, was ich dir noch zeigen möchte. Und von daher gibt es dann heute halt Pizza. Ja, den Teig habe ich schon in meiner Nixe vorbereitet. Der Teig geht mir auch gerade flöten. Das heißt, es wird Zeit, dass ich den verarbeite und leg auch einfach los. Zur Nixe habe ich dir ja gestern schon einiges erzählt. Und der Teig ist geeignet, also für zwei, also für 1,5 bis 2 Backbleche. Rezept gebe ich dir natürlich und wie gesagt, ich tue den mit dem Mixing Scraper auf den James legen. Dass der James mein Liebling ist, hast du ja bestimmt schon mitbekommen. Ich habe den auch minimal eingefettet, also wirklich nur ganz hauchdünn. Und jetzt gebe ich einfach diesen Teig eben auf das Blech mit dem Mixing Scraper. Da bleibt auch fast gar nichts in der Schüssel. Also es geht wunderbar, geht der ab. Nur außen, wo er mir jetzt übergeschwappt ist, hängt ein bisschen noch. So, und jetzt teile ich mir da noch mal so ein bisschen ab und gebe den Rest dann noch mal in die Schüssel für meinen Zauberstein. Ja, den tue ich dann parallel direkt auch belegen und dann kann man dann zusammen essen. Also wenn man zwei Backroste hat, dann kann man auch zwei Sachen zusammen reinschieben. Man muss sich halt bewusst sein, dass das nicht dann kontinuierlich die Ergebnisse so super sind dann, ne? Also es geht, aber empfehlenswert ist halt wirklich immer so nach und nach. So,